So, dann wollen wir da mal reingehen. Tempel des Mondes. Okay. Schauen wir uns das an. Genau. Und ich höre jetzt schon irgendwas schießen. Kein guter Anfang. Und wir sollten mal bei unserer Zauberin Fackellicht machen. Aha, gleich viel besser. Sehr ne- oh, da ist was. Piu, piu, piu. Und das Ding ist gar nicht da. Da bist du. Eine Flattermaus. Noch eine Flattermaus. Aber bisher ziemlich übersichtlich, die Gegner. Und da blinkt was. Das müsste abhängig sein von unserem Perception-Skill. Also je höher der Skill ist, desto mehr solcher Sachen entdeckt man. Und wir haben nicht wirklich viele Leute, die das haben. Ich glaube, wir haben momentan noch gar keinen. Und ich weiß noch nicht, ob einer von unseren Klassen überhaupt Perception lernen kann. Also kann es sein, dass wir ein paar von den Secrets verpassen. Aber dafür haben wir allgemeine, etwas mächtigere Gruppe. So, gucken wir mal rein. Entschärft. Entschärft? Was zur Hölle? Hör mal, ich weiß das nicht. Hör mal, ich weiß das nicht. Können wir das wirklich brauchen? Das kann alles weg. Das, das, das. Und wir sollten beim nächsten Level-Up bei ihr unbedingt identifizieren, steigern. War es das? Also ich möchte nicht, dass mir irgendwas in den Rücken fällt. Deswegen gucke ich immer, ob ein Gebiet sicher ist und dann gehe ich erst weiter. Und was schießt da die ganze Zeit? Ja, komisch. Oh, da kommt was. Lachhaft. Das ist ja auch nur eine Ratte. Das soll keine Herausforderung. Oh, Spinne. Hätte nichts sagen sollen. Okay, rundenbasierend. Hauen. Hauen. Zaubern. Hauen. Ja, ich hätte doch rückwärts gehen sollen, ne? So, lass mich rückwärts gehen. Und sie kommt direkt hinterher. Erster Tod, zweiter Tod. Noch irgendwo? Da ist eine Ratte. Die ist aber auch schon tot. Ne, das scheint es gewesen zu sein. Aber du kannst mal ihn hier heilen. Ich tacke einfach auch schnell weg. Und dann muss ich mal ganz kurz gucken. Nicht im Zauberbuch. Im Inventar. Besser gesagt hier. Ob irgendjemand mehr Glück hat als die anderen. Nö, ist vollkommen egal. Also falls wir später einen Charakter haben, der vermehrt Glück hat, dann sollten wir auch mit dem immer die Leichen plündern. Weil dann halt die Chance höher ist, dass sie einmal mehr Gold bekommen. Pro Leiche. Wenn die Leichen den Gold droppen. Die Ratten und Spinnen haben halt kein Gold. Was ich sehr schön finde. Wobei ich das mit den Drachenfliegen dann nicht verstehe. Aber ja, die Kreaturen, die nichts haben, die können trotzdem ab und an mal was droppen. Ganz selten, so wie Ringe und so weiter, hatte ich ja schon mal gesagt. Und je höher das Glück ist, desto besser. Oh, Flattermaus. Ja, 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 es sind mehrere. Und das Fackellicht ist jetzt schon aus. Das ist nicht so toll. Aber wir haben halt keine Punkte in Feuermagie. Müssen wir später gucken, wie wir das alles so lösen. Also ich denke mal, die Druidin wird auch auf Luftmagie gehen. Damit wir später bestimmte Zauber sprechen können. Und dann könnten wir bei der Talana noch so ein kleines bisschen Feuer nehmen. Wobei Sicht jetzt nicht ganz so wichtig ist. Muss ich mal gucken. Was haben wir da? Hör mal. Ich weiß das nicht. Ja, dann kannst du es auch mitnehmen. Später weißt du es vielleicht. Was ist das? Ein Knüppelwert 1. Ja, nee, danke. Ich würde jetzt aber ganz gerne irgendwo eine Nische finden, wo wir keine Gegner näher haben. Also die Umrandung hier um die Helden rum grün werden. Und da in Ruhe schlafen. Warte mal, wo kamen wir eigentlich her? Und da rechts? Nee. Karte, Karten. Zoom, zoom. Von da kamen wir her. Okay. Ihr kommt auch noch alle mit. Bisher kein einziger Ring, kein gar nichts.
Aber das ist ja auch normal so. Es ist ziemlich unwahrscheinlich, in der toten Ratte einen Regen zu finden. In real life, denke ich mal. Ähnlich wird das hier gehandhabt sein. Außer man hat natürlich unnatürlich viel Glück. Ich würde gerne helfen. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Das ist kein albernes Ding, das ist eine Axt, verdammt normal. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir doch nicht hierher kamen. Wir kamen da unten her. Hier. Und da müsste es langsam grün werden. Aber sonst gehen wir halt einfach raus und hier geht's schon. Oh, warte mal. Erkrankt. Das ist nicht so schön. Das heißt, er wird jetzt nicht ordentlich schlafen können. Wobei das bei ihm auch nicht ganz so wichtig ist, denn er ist ja nicht Talana. Oder auch nicht. Ich wusste nicht, dass sie auch gleich so viel Schaden nehmen. Ja, also normalerweise kann man das ein wenig ignorieren mit den Krankheiten, weil die Zauberer halt wesentlich wichtiger sind. Besser gesagt, deren Mana, weil man dann die Gegner schön schnell wegschießen kann. Aber das mit den Lebenspunkten eben war ganz schön garstig. Es kann sein, dass es mit dem Patch geändert wurde. Also ich habe den offiziellen deutschen Patch drin. Also den offiziellen deutschen und den inoffiziellen deutschen. Und den Greyface Patch. Damit ich das Mauslook hier zum Beispiel habe. Oh. Jetzt laufen, schießen, rückwärts laufen, schießen. Oh oh. Das tut irgendwie weh. Jupp. Lauf, 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 lauf. Der erste ist schon ohnmächtig. Ja, 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 ja. Die Schreie helfen nicht, um meine Panik zu reduzieren. Lauf, 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 lauf. Noch irgendwas hinter uns? Also erstmal hätte ich gerne wieder... Nein, nicht den doofen Feuerball. So. Nee, da ist gerade nichts. Okay, raus hier. Wir können ja nochmal wiederkommen. Das ist eine sehr gute Idee. Wir kommen wieder, wenn wir ein bisschen stärker sind. Oh, du bist... Brand Filiant. Unser Erzfeind, quasi. Jedenfalls so lange, bis wir von der Insel herunter sind. Er sorgt nämlich primär dafür, dass wir nicht überall schlafen können, weil er als Gegner zählt. Ja, ist hier inzwischen noch einer. Also wir können jetzt schlafen. Dann kannst du den hochheilen. Dann wir haben es 4 AM. Dann schlafen wir noch mal ein paar Stunden, bis es ein bisschen heller wird. Sehr gut. So, und jetzt würde ich ganz gerne diesen Brand Filiant umbringen. Wart mal. Wir haben noch keinen weiteren Level-Up. Wir haben nicht besonders viele Punkte zu verteilen. So gut wie neu. Nee, ist nicht so gut wie neu. Du hast noch keinen Reparieren-Skill. Das könnten wir versuchen zu finden. Weiß nur nicht wirklich wo. Rüstungsschmied wird sich anbieten. Hallo? Guten Tag. Fähigkeiten lernen? Nö, kann er nicht. Leder, Leder, Leder. Wir könnten den Damen überall mal Leder geben. Und bei den beiden ja noch Schild. Ja, warum nicht? Leder, Leder, Leder. Schließen. Standard. 189. Wir hatten noch ein, zwei Sachen zu verkaufen, oder? Ein Schild. Danke, bis dann. Guten Tag. Darf ich helfen? Öffne Inventar. Verkaufen 12 Gold pro Stück. Das ist doch richtig mau. Perlenringen können wir verkaufen. Das kann ich nicht erkennen. Die Stäbe können wir verkaufen. Und diese eigentlich auch. So. Danke. Achso, das reicht jetzt für eine Lederrüstung. Guten Tag. Die sollte sie kaufen, weil sie einen besseren Preis bekommt. So. Danke. Bis dann. Und dementsprechend bekommt sie es auch gleich. So, wirklich viel besser ausgerüstet sind wir jetzt auch nicht. Aber wir können es trotzdem mal probieren. Jetzt haben wir hier alle einen Bogen. Talana kann schon ein bisschen mehr Schaden machen mit ihrem Giftbolzen da. Und wir können immer noch rückwärts laufen. Das heißt, wir gehen jetzt den Hügel wieder hoch, suchen unsere Nemesis und versuchen sie zu töten. Auf dass wir hier ein wenig Ruhe haben auf der Insel. Das ist ganz schön neblig. Der schleicht sich bestimmt jetzt irgendwo an. Also nicht, dass er es könnte, aber es wird so aussehen wie... Da.
Okay, du bist der gesuchte Feind? Ja. Schießen, 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 zaubern. Ja. Oh, der Zauber wollte nicht treffen. Schon wieder nicht. Wir stehen irgendwie doof. Geh mal weiter hoch. Komm schon. Geh mal da lang. Da. Mist, Mist, Mist. Ich habe das Gefühl, wir sollten lieber weiter unten stehen und dann hochschießen. Genau, dann treffen wir mit dem Zaun besser. Sehr gut. Rückwärts. Rückwärts. Gleiche Geschichte. Und er flieht. Ha! Siegreich. Ein Hut. Ein wertvoller Hut. Den brauchten wir für die Quest, richtig? Ja, richtig. Sehr gut. Musikinstrument fehlt noch und die besagte Bodenfliese aus dem Tempel da oben. Da oben. Und beim Drachen wollten wir auch nochmal reinschauen. Dann nehmen wir doch erstmal hier den Feuerschutz und huschen mal ganz kurz durch. So. Da ist eine Ratte. Tote Ratte. Bisschen Gold. Noch mehr Gold. Ein Drache. Nee. Ein bisschen Gold haben wir gefunden. Das ist schon mal okay. So. Talana-Magie sieht nicht so gut aus. Trotzdem müssen wir da jetzt rein. Ein, zwei Viecher töten und dann wieder raus. Auch wenn wir nicht mehr so viel Auswahl haben, wo wir jetzt noch hingehen können. So besonders groß ist die Insel ja nicht. Und besonders viel zu tun haben wir ebenfalls nicht. Wir müssen nur noch die Sachen abgeben. Mit etwas Glück. Wow. Dau. Das tut irgendwie weh. Komm. Sehr gut. Also mit etwas Glück kriegen wir ein Level up, wenn wir den Hut abgeben. Aber da habe ich irgendwie so meine Zweifel. Das dürfte der letzte Zauber gewesen sein. Noch zwei Spinnen. Nee, kommt nicht im Nahkampf. Hilfe! Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Das ist ein richtiger Kampf. Wir sterben hier fast. So, irgendwas drin? Nö. Lasst uns mal einen richtigen Kampf suchen. Hälfte ist vergiftet. Nix. Oh, Spinne. Und Giro war noch K.O. Aber ist schon okay. Wir können nicht auf jeden Rücksicht nehmen. Geht primär darum, dass wir hier alles leer bekommen und nicht, dass jeder ganz viel Erfahrungspunkte bekommt. So, da hinten leuchtet wieder was. Wenn das jetzt eine Falle hat und explodiert, haben wir ein Problem. Weil wenn unmächtige Charaktere noch mehr Schaden nehmen, dann können sie auch richtig sterben. Und dann müsste man sie in einem Tempel... Karte sieht ja komisch aus. Dann müsste man sie in einem Tempel wiederbeleben. Das kostet teilweise ziemlich gut Gold. Was wir ja nicht unbedingt machen wollen. Also, schlafen. Dann darfst du heilen. Damit wenigstens die Lebenspunkte aufgefüllt werden. So. Und jetzt wieder dahin. Ah ja, die Karte sieht hier echt an dieser Ecke komisch aus. Als wenn da ein Gang wäre. Ich kann mal ganz kurz genauer zeigen. Zoom, 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 zoom. Genau, da fehlt ein Stück. Aber es ist einfach nur auf der anderen Höhenachse. Hüpf, hüpf, hüpf. Nö, macht nichts. Na gut, sei es drum. Sind wir jetzt hier durch mit der Ecke? Ah ne, genau, hier hinten wollten wir loopen. Keine Falle, sehr schön. Und was haben wir? Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Ein Breitschwert, das sieht gut aus, aber benutzt keiner. Brauchen wir wirklich noch so ein albernes Ding? Hör mal, ich weiß das nicht.